Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Front, wo ich eure Fragen beantworte und zwar jetzt. Lars Barmettler fragt, hallo, mich würde interessieren, wie viele Soldaten in einem Korps oder in einer Division sind und wie die Armeestruktur aufgebaut war. Das finde ich ein sehr spannendes Thema, weil ich auch immer wieder, wenn ich diese ganzen Verbandsgrößen sage, rätsel, wie groß ist das denn eigentlich? Also, ein Korps ist ein Großverband des Heeres. Die moderne Einteilung in Armeekorps hat ihren Ursprung bei Napoleon Bonaparte. In der Regel umfasst ein Korps 2 bis 3 Divisionen. Das sind Truppeneinheiten, und jetzt passt auf, von 40.000 bis 80.000 Mann, also riesig. Und die Führung obliegt dem kommandierenden General. Und eine Division, die umfasst in etwa 10.000 bis 20.000 Soldaten. Und bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts waren der Division Regimenter überwiegend einer bestimmten Truppengattung und zusätzlich unterstützende Elemente unterstellt. Die ganze Armeestruktur hier im Ganzen zu erläutern, sprengt etwas den Rahmen. Das werden wir sicherlich nochmal in einem weiteren Special klären. Hoffe, die Antwort reicht dir aber fürs Erste. Psychos Friend, möchte Folgendes wissen. Okay, also deine Videos sind super und sehr informativ, vielen Dank. Ich hätte jedoch eine Frage, und zwar, ob du mal sagen könntest, was für Uniformen die serbische Armee hatte. Die serbische Armee unter Marschall Putnik war nur 190.000 Mann stark, also das war damals nicht so viel und in großer Gefahr überrannt zu werden. Die serbischen Streitkräfte waren in 3 Armeen organisiert, welche aber jeweils nur etwas stärker als ein österreichisch-ungarisches Korps waren. Im Jahr 1912 wurden neue olivgraue Uniformen eingeführt. Diese Uniformen von 1912 bestanden aus einem steifen Käppi für Offiziere mit brauner Lederspitze und Kinnriemen und einem Ring auf der Krone. Auf der Vorderseite wurde eine ovale Glasurkokarde in den Nationalfarben Weiß, Blau und Rot getragen. Die Tunika mit Stehkragen, übrigens in farbigem Samt für Offiziere, mit Brust- und Seitentaschen, war ein Einreiher mit 3 Spitzenklappen und runden Manschetten. Im Jahr 1916 allerdings wurde die Reorganisation der evakuierten serbischen Armee in Saloniki durchgeführt. An die Soldaten wurden entweder die britischen Khaki-Uniformen oder die französischen horizontblauen Uniformen und Ausrüstung einschließlich der französischen Adrianhelme mit eingestanztem Wappen für Serbien ausgegeben. Die Tuwinische Volksrepublik hat meines Wissens nicht am Ersten Weltkrieg teilgenommen, aber eine Frage. Wie sah es eigentlich mit Irland aus? Ich weiß, dass sie neutral waren, aber waren sie eher pro Entente oder eher pro Mittelmächte? Ich frage das, da sie im Zweiten Weltkrieg neutral, aber pro Achse waren. Für Irland waren die Jahre zwischen 1914 und 1918 in besonderer Weise schicksalhaft. Seit Jahrhunderten litt das sehr verarmte Land unter dem Joch der englischen Herrschaft. Doch kurz vor dem Ersten Weltkrieg war zum ersten Mal konkret von einer Politik der Selbstbestimmung die Rede. Tausende von jungen Männern meldeten sich daher 1914 freiwillig für die englische Armee in der Hoffnung, dass Irland als Anerkennung für seinen Einsatz an der Seite Englands ein autonomer Teil des britischen Commonwealths würde. Sie kämpften auf den Schlachtfeldern in Flandern, in Gallipoli, Serbien, Mazedonien, Palästina, zum Teil mit horrenden Verlusten. Die 36. Ulster-Division, so hieß eine irische Division, war bei der Schlacht an der Somme in vorderster Front. Am Ostermontag 1916 riefen radikale Nationalisten die Republik Irland aus. Allerdings wurde der Aufstand von den Engländern sehr blutig niedergeschlagen. Das hatte natürlich die Folge, dass die Situation zu Hause mehr als angespannt blieb. Diese Rebellion am Ostermontag sollte in die Geschichte eingehen als Easter Rising. Obwohl militärisch fehlgeschlagen, gilt er als Wendepunkt in der Geschichte Irlands, der dann letztlich zur Unabhängigkeit führte. Daher wollte ich das hier nochmal erwähnen. Von etwa 200.000 Iren, die im Ersten Weltkrieg kämpften, fielen rund 35.000. Hallo Hi 20 hat auch eine Frage, und zwar erstmal like it, vielen Dank. Wie war das eigentlich, wenn die Soldaten gefangen wurden? Könntest du dazu mal ein Special machen, wie die Gefangenenlager aussahen? Ja, während des Krieges gerieten rund 8 Millionen Soldaten in die Hände ihrer Gegner. Grundlage für den Umgang mit ihnen sollte die Haager Landkriegsordnung von 1907 sein, wonach Gefangene mit Menschlichkeit und in Beziehung auf Nahrung, Unterkunft und Kleidung auf demselben Fuße zu behandeln seien wie die Truppen der Regierung,
die sie gefangen genommen hat. Vielfach waren die Behörden jedoch von der ungeheuren Menge der Kriegsgefangenen total überfordert, sodass es im ersten Kriegswinter 1914-15 in mehreren Ländern zu einem Massensterben unter den Inhaftierten kam. Allein in deutschen Lagern wurden 2,5 Millionen Menschen aus 13 verschiedenen Staaten festgehalten. Ihr Alltag war geprägt von Hunger, Krankheit, Tod und Heimweh. Aber wir werden ganz bestimmt nochmal ein Special dazu machen und uns ausführlicher mit diesem Thema beschäftigen. Vielen Dank für den Vorschlag. Ja, Mr. Boundless hat folgende Frage. Wo bekommt ihr eigentlich das ganze Filmmaterial her? Ja, wir nutzen das umfangreiche Archivmaterial der britischen Wochenschau von British Pathé, so heißt die Firma, wo das jetzt alles ist. Hier ist ein Link, da könnt ihr mal auf deren Seite euch umschauen und euch die Videos in voller Länge ansehen und ein bisschen rumstöbern. British Pathé hat das umfangreichste Bewegtbildmaterialarchiv, was es zum Ersten Weltkrieg gibt. Und das ist für unsere Videos natürlich ein wahnsinniger Zugewinn. Wir haben heute ja ein wenig über Irland im Ersten Weltkrieg gesprochen. Wenn euch die Rolle von Polen im Ersten Weltkrieg interessiert, dann klickt hier, um euch die Folge anzusehen. Und für mehr Hintergrundinfos schaut auf Facebook oder Instagram vorbei. Bis dann. Bleibt dran.